Was sind die Eigenschaften, die die Programmiersprache bzw. das Programmiersystem Java auszeichnen? Java ist eine einfache Programmiersprache. Man muss das natürlich relativ sehen. Java ist eine einfache Programmiersprache, relativ gesehen zu beispielsweise C++. Es wurde nicht versucht, wirklich alles in die Sprache zu integrieren, sondern das, was wirklich nützlich ist und was man häufig braucht. Java ist objektorientiert, das heißt, man arbeitet mit Objekten und Klassen. Java ist verteilt. Java unterstützt verteilte Programmierung beziehungsweise verteilte Systeme und erlaubt beispielsweise den Zugriff auf das Internet. Java ist interpretativ. Das heißt, Java Quellcode, Java Source Code wird zunächst in Java Bytecode übersetzt durch einen Compiler. Und dieser Bytecode wird dann von einem Interpreter, von der sogenannten Java Virtual Machine, interpretativ ausgeführt. Java ist robust. Es wurden bewusst Dinge, die häufig in beispielsweise C++-Programmen zu Fehlern führen, aus der Sprache entfernt. Wie zum Beispiel diese Pointer-Geschichten, das heißt das Rechnen mit Speicheradressen. Java ist sicher, das ist natürlich insbesondere im Zusammenhang mit der Arbeit im Internet, im World Wide Web, wichtig. Wenn man Java-Programme in Webbrowsern ausführen kann, muss natürlich sichergestellt sein, dass diese Programme dem fremden Rechner, auf dem der Webbrowser läuft, keinen Schaden anfügen können. Und das unterstützt Java durch ein sogenanntes Sandbox-Prinzip. Damit kann sichergestellt werden, dass Java-Programme auf fremden Rechnern keinen Unsinn machen. Java ist plattformunabhängig und portabel. Das heißt, kann im Prinzip auf allen Betriebssystemen, die Java unterstützen, entwickelt und ausgeführt werden. Und zwar Programme können ausgeführt werden, ohne dass nochmal neu kompiliert werden muss. Java ist multithreaded. Das bedeutet, es gibt das sogenannte Thread-Konzept in Java, was es erlaubt, dass in einem Java-Programm quasi mehrere Programme quasi gleichzeitig arbeiten können. Java ist dynamisch. Das bedeutet, Klassen werden erst dann geladen, also Programmteile, Klassen werden erst dann geladen, wenn sie auch gebraucht werden. Java ist statisch geprüft, das heißt, bestimmte Eigenschaften werden schon durch den Compiler sichergestellt, sodass es zu bestimmten Laufzeitfehlern erst gar nicht kommen kann. Und das Wichtigste, Java ist frei verfügbar, insbesondere kostenlos, das heißt, Sie können sich das JTK, das neueste JTK von der Seite javasam.com kostenlos runterladen und damit arbeiten.